Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier aus der Turbinenhalle Oberhausen. Es ist Karat, sage ich dazu nur. Fast 1000 Fans hier in der Halle. Es war warm, es war stickig und es war, glaube ich, auch ein Matchabend, den wir zumindest in manchen Ansätzen so nicht erwartet hätten, sage ich es einfach mal. Von uns gibt es heute viel Live-Review. Ne? Ihr seid bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, angekommen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir da ist wie immer in solchen Situationen wie der heutigen, der David, der andere David. Wunderschönen guten Tag. Hallo Olaf, es war ein schöner erster Karat-Tag in Oberhausen. Ja, es ist auch schon ziemlich spät. Ich habe gerade herausgefunden, dass wir es schon fast Mitternacht haben. Es war ein langer Abend. Wir hatten insgesamt 10 Kämpfe, einer kam noch dazu, plus halt der Alternate Fourway. Durch die Verletzung von Jon Simmons musste ja ein neuer Kandidat gefunden werden. Und erstmal muss ich sagen, Alter, die Halle hier war mal wieder wunderschön. Also wieder richtig geil vom Aufbau her. Große Leinwände. Dein Eindruck, als du hier in die Halle gekommen bist? Ja, sah wieder mal Sahne aus. Jacobi hat es versprochen, dass dieses Production Value wieder gesteigert wird. Ist gelungen. Die Halle war super voll. Richtig geil. Also so kannst du dich. Ich bin mal gespannt, wie es morgen wird, wenn es richtig, richtig voll wird. Ja. Heute war schon gut gefüllt. Morgen soll es nochmal eine Stufe voller werden. Also ich bin auch mal gespannt. Heute war es auf jeden Fall auch schon richtig schön knacke warm hier. Morgen komme ich in kurzer Hose. Ich glaube auch. Morgen kommen wir in Badeklamotten oder so. Na, wir werden mal sehen. Also wir haben den Alternate Fourway schon angesprochen. Der wurde diesmal tatsächlich ausgefochten, um einen Platz im Karat sich noch zu ergattern. Ne? Einige Kandidaten mussten sich den Platz im Karat erst durch die Road to 16 Karat sichern. Jetzt hier, die letzten vier, durften dann noch mal ran und sich da den Platz, der durch Jon Simmons Verletzung frei geworden ist, erkämpfen. Und die Kandidaten waren Ivan Kiev, Julian Nero, Emil Sitochi und Julian Pace. Und Julian Pace, genau. Julian Pace jetzt mit einer roten Haarsträhne, mit einem hat sich auch da fürs Karat ins Zeug geworfen. Alternate Fourway, wie immer traditionell, schneller Kampf, wildes Durcheinander. Schnell, spektakulär, immer sehr unterhaltsam. Also da ist eigentlich jedes Jahr immer ein Garant für leicht verdaulichen, spektakulären Wrestling-Spaß. Und diesmal mit einem richtigen i-Tüpfelchen am Ende. Sitochi mit der Spanish Fly an Julian Pace und hat sich damit ins Turnier gesprungen. Ja. So schnell geht das. Spanish Fly sah wieder fantastisch aus. Für Julian Pace natürlich auch eine geile Chance hier gewesen. War so früh, er hat es heute noch getweetet, er hat gesagt, 41. Match vor fast 1000 Leuten hier oder ganz gar 1000 Leuten. Und das hat er gut gemacht. Ja. Also man hat es nicht gemerkt, dass er da irgendwie besonders nervös gewesen wäre. Also der ist nicht negativ aufgefallen. Alle haben hier gut ausgesehen. Ja. War ein gutes, schnelles Match. Ja, das konnte man genauso machen. Das konnte man erwarten vom Alternate Fourway. Und dann ging es auch schon los mit der eigentlichen Card. Und die wurde eröffnet mit, für viele, mit dem Favoriten für den Turniersieg hier. Mit einem gewissen jemanden, der, wenn man Dave Meltzer glauben darf, demnächst zu WWE wechseln wird. Keith Lee traf auf The Avalanche und das war mal ein Treffen der Naturgewalten, oder? Absolut. Beide Männer weit über 130 Kilo, wenn ich... Avalanche hat zwar ein bisschen abgenommen, aber ist immer noch sehr, sehr schwer. Wir haben uns gefragt, ist der Keith Lee-Hype gerechtfertigt? Nach 2 Minuten dachte ich, der ist groß und ist schwer, ist auch durchaus behende für seine Größe, aber mal sehen. Nach dem Kampf muss ich sagen, boy oh boy, der Hype ist berechtigt. Er ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, muss man einfach sagen. Auch was er für eine Athletik mitbringt, was er für Aktionen mitbringt. Da muss man natürlich dann auch wiederum Avalanche loben, der auch da wirklich wilde Dinger genommen hat, der sich da wirklich hat durch die Gegend werfen lassen von ihm. Also das war schon sehr spektakulär, weil solche großen Heavyweight-Clashes haben wir hier bei WXW sehr, sehr selten. Und das hat Spaß gemacht und es war ein guter Einstieg in den Abend, würde ich mal sagen. Und es war auf jeden Fall was anderes. Ja, also Keith Lee gewinnt mit unglaublichen Kraftaktionen. Und dann ging es in den zweiten Kampf. Der war nicht ganz so gut. Ja, es war halt eben das Aufeinandertreffen zwischen Chris Brooks und Alexander James. Da haben wir uns so ein bisschen so eine Mets-Wrestling-Geschichte von versprochen. Die ist es dann auch geworden, aber man hat halt eben gemerkt, dass die beiden so nach diesem spektakulären ersten Match so ein bisschen schweren Stand hatten. Ich mag beide eigentlich ganz gerne, vor allem Alexander James hat sich toll entwickelt. Trotzdem war es dann hier ein bisschen ruhiger, es war ein bisschen zurückhaltender. Es war kein schlechter Kampf, aber der konnte halt dann eben nicht ganz dem, du hast es gerade angesprochen, dem Hype gerecht werden.
Für mich war es der schlechteste Kampf. Das war jetzt objektiv wahrscheinlich kein Schrottkampf oder so. Ich kann mit beiden noch nicht viel anfangen. Alexander James hat sich gut entwickelt, ja, das stimmt. Chris Brooks ist objektiv ja kein schlechter Mann, aber beide funktionieren für mich nicht im Ring. Sind über weite Strecken, finde ich, die langweilig. Bei Chris Brooks habe ich jetzt auch irgendwie alles immer gesehen. Ich habe das Gefühl, ich sehe jedes Mal denselben Kampf von ihm. Lässt mich eigentlich kalt, deswegen brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. Machst du nix. Am Ende hat Chris Brooks gewonnen, auf jeden Fall. Und ja, damit ging es dann auch schon weiter auf der Card. Der dritte Kampf des Abends war Lucky Kid gegen Matt Sydal. Genau. Matt Sydal, Indie Darling. Amtierender Impact X-Division Champion. Wir kennen ihn als Evan Bourne aus WWE, also durchaus jemand, der einen Namen hat. Ja, auf jeden Fall. Das Reborn-Gimmick, was er hier im Moment an den Start bringt, weiß nicht, überzeugt mich jetzt nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, er sah ein bisschen so aus, als hätte er zu lange in der Sonne gelegen. Ich habe ein bisschen faltige Brust bekommen, obwohl er immer noch sehr ripped und sehr muskulös ist. Matt Sydal hat das gezeigt, was man von ihm erwartet hat, nämlich feinste Wrestling-Kunst, also seine Sachen, die er springt viel, tritt viel, macht das alles gut. Lucky Kid hat viel eingesteckt, bevor er richtig gut aussehen konnte. Er kam übrigens mit einer spektakulären, aber nicht unbedingt gelungenen Gesichtsbemalung in den Ring. Und am Ende gab es einen Upset. Ja, Upset. Also ich habe schon damit gerechnet, dass Lucky Kid hier weiterkommt. Ja, von den Namen her ist es ein Upset. Ja, das stimmt. Du hast gerade, genau, Lucky Kid so ein bisschen im Finn Bella-Stil, eine großer Kampfabend mit Gesichtspainting. Ich finde, Lucky Kid hat hier extrem gut ausgesehen und hat auch vor allem extrem Rückhalt von den Fans hier bekommen. Also er war eindeutig der Publikumsfavorit und ist auch für mich so ein bisschen das Dark Horse hier in der Runde. Also ein bisschen der Außenseiter, den ich hier doch auch einiges zutraue, dass er uns nochmal überrascht. Ja, durchaus. Wir haben ja bei den letzten Reviews, wo wir ihn gesehen haben, schon öfters gesagt, dass er sich fantastisch entwickelt hat. Und wenn er die richtigen Gegner hat, dann erst recht richtig gut aussehen kann. Und so ein Mann wie Matt Sydal passt natürlich perfekt zu ihm. Das war so ein bisschen so das Thema über weite Strecken dieses Abends, fand ich immer. Das waren quasi immer so Brüderkämpfe vom Stil her. Ja. Im ersten hatten wir einen reinen Heavyweight-Clash, jetzt hatten wir so zwei... Was sind das? Light Heavyweights oder Cruiserweights? Irgendwie sowas, immer, die vom Stil her relativ ähnlich sind. Das zog sich durch die nächsten Kämpfe noch ein bisschen durch. Genau. Nächster Kampf, um das ein bisschen abzukürzen hier. Wie gesagt, Lucky Kid ist auf jeden Fall weiter. Nächster Kampf des Abends war David Starr gegen den Sieger des Alternate Fourways, gegen Emil Sitochi. Ich sag mal, ein überraschender Sieg war das nicht für David Starr. Das haben wir eigentlich erwartet. Den Kampf, ich fand ihn sehr überraschend. Also ich fand, das war vor allem interessant am Anfang mit sehr viel Lucha-Anleihen, die es da gegeben hat. Sehr schnell. Emil Sitochi hat auch Bock gehabt, das hat man gemerkt. Ja. Wir hatten auch schon mal so Phasen, wo man... Sitochi hat enorm Reaktionen gezogen. Das ist ja auch nicht, gerade in Oberhausen, nicht üblich. Ja. Aber zu Recht. Er hat auch abgeliefert, muss man ganz klar sagen. Auf jeden Fall. Also der Kampf war gut. Ich fand, das Ende kam für mich ein bisschen plötzlich. Dann gab es diesen... DDT auf das Apron von... Zum zweiten Mal in diesem Kampf und wir haben uns eben schon drüber unterhalten, die Aktion ist einfach kacke. Ja. Also man muss es mal so sagen. Die zieht einen voll aus dem Kampf raus. Du sagst, der Suspension of Disbelief ist direkt kaputt. Ja. Sehe ich genauso. Also das war ein guter Kampf mit spektakulären Aktionen. Also vor allem von Sitochi. Man konnte merken, dass David Starr einen Fuß verknackst hat. Ja, also haben beide Fuß ausgeschüttelt. Genau, also die spektakuläreren Aktionen kamen hier von Sitochi. Der hat den Kampf über weite Strecken getragen. Aber also diese Apron-DDT-Dinger, die sind einfach... bitte abschaffen. Ja. Also. Es gab halt auch kein Product Placement oder sonst irgendwas, was er sonst immer zeigt. Es war diesmal dann einfach nur eine Lariat nach diesem DDT, die den Kampf beendet hat. Kann man so machen. Ich bin gespannt, wohin der Weg für David Starr führt. Also er ist hier auf jeden Fall eindeutig der Publikumsfavorit. Ja. Unserer nicht, aber andere Leute, also sagen wir so 90% der Halle lieben ihn. Fair enough. Also ich bin gespannt, wohin der Weg für ihn führt. Und werden sehen. 100% fit ist er auch nicht, auch angeschlagen. Mal sehen. Und dann gab es eben noch ein Special Match, was im Warm-Up festgemacht worden ist, nämlich zwischen den Champions Bad Bones, John Klinger und Bobby Ganz auf der einen Seite und den Herausforderern, also Mike Bailey und Walter auf der anderen Seite. Ja, und da haben wir dann, nachdem dieses Tag-Team-Match dann vorbei war, haben wir mal so ganz kurz gesagt, ja, da haben die vier einfach mal hier das Match des Abends abgeliefert, so. Ja, also bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ich meine, was erwartet man noch? Bad Bones und Walter sind
unbestritten absolute Top-Acts, absolut, die eigentlich jeden Kampf mindestens sehr gut machen. Ja. Und wenn man dann halt noch so ein Wiesel wie Mike Bailey dabei hat und jemand wie Bobby Ganz, der in diesem Kampf also wirklich sehr, sehr, sehr viel gezeigt hat. Das war schon erkennbar. Man hat Bones so ein bisschen rausgenommen. Ne? Dann ist klar, man will den Champion auch nicht unbedingt ein bisschen sich in die Psychologie reinversetzt, will man ja den vielleicht nicht zu sehr irgendwie da beschädigen. Aber Bobby Ganz hat enorm viel eingesteckt, enorm viel gezeigt und Bobby Ganz wächst und wächst vor unseren Augen. Ja, also top ausgesehen. Gerade auch dieser Wille, dass er unbedingt mit Walter mithalten will und Bobby Ganz Mimik war da ganz toll. Aber ich muss auch sagen, ich finde, hier hat jeder irgendwie seine Stärken ausspielen können. Absolut. Ja, also auch einen Walter als die Ringkampfmaschine, der mit seiner Kraft und Technik sich da durchgesetzt hat. Bones auch immer wieder so ein bisschen mit seiner Verschlagenheit, aber auch mit der Härte und dann eben und mit den spektakulären Bones-Aktionen, ja, also die weiten Sprünge, die Knees mit Anlauf und so, das also sieht halt einfach, wenn der bringt das halt auch mit voller Pulle, ne? Und gegen Walter, er ist recht, also. Ja. Und wir haben auch gesehen, und Bailey mit seinen Kicks, mit seiner Schnelligkeit und das war ein echt rundes Tag-Team-Match, das hat einfach Spaß gemacht, deswegen also bis dahin auf jeden Fall das beste Match des Abends. Und es gab den Feel-Good-Sieg für die Challenger. Genau. Was das dann jetzt für den zweiten Tag bedeutet, das können wir uns alle selber überlegen. Ja, dann ging es in die Pause. In der Pause sage ich einfach mal, schönen Gruß an alle Leute, die uns hier schon angequatscht haben und die uns hier getroffen haben. Macht Spaß, euch alle zu treffen. Macht das gerne weiterhin die nächsten Tage auch. Dann gab es das Aufeinandertreffen zwischen Damek und Matt Riddle. Und Damek war ja so mein heimlicher Außenseiter-Tipp. Ich habe auch getippt, dass Damek hier knapp als Sieger vom Platz geht. Wir haben eben im Auto auf der Hinfahrt drüber gesprochen und je länger wir drüber nachgedacht haben, haben wir gedacht, okay, das wird so eine WXW-Booking-Aktion, einfach mal den Finger ins Publikum gehalten und Damek wirft den absoluten Top-Mitfavoriten und Publikumsliebling Riddle raus. Kam dann ein bisschen anders. Der Kampf hat 3 Sekunden gedauert? Ja, er hat auf jeden Fall weniger lang gedauert, als wir jetzt hier darüber reden. So, es war ein Knee Strike von ein Flying Knee Strike von Matt Riddle und dann war der Kampf vorbei. Ja. Zack. Also sprich Matt Riddle auf einen Schlag mit der Top-Favorit, muss man so zu sagen, weil er One-Hit-Knockout-Power hat. Kam für mich sehr, sehr überraschend, aber naja, ich bin gespannt, wie die Geschichte jetzt hier weitergeht. Ne? Das war dann sehr, sehr plötzlich. Rice intern, kann man auch mal ansprechen, wird das sicherlich noch ein Thema werden. Ja, ne? Jemand wie Bouncer fragt sich dann, warum muss Kiev in ein Alternate Fourway und warum kriegt der nicht direkt einen Platz, wenn da so eine Flasche wie der Mac direkt weggepumpt wird. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass wir das als Thema in den nächsten Vignetten von Rice bekommen. Ja. Oder halt dann hier schon, morgen, wir haben noch 2 Tage vor uns. Ja, stimmt, das hat man, noch was zu tun. Man weiß ja halt nicht genau, was passiert. Ja, und dann trafen die beiden, ich sag mal, Anführungsstrichen Engländer auseinander. Natürlich, Travis Banks ist Neuseeländer, Mark Haskins ist Engländer, beide sind aber bei Progress aktiv und haben ihre Home-Crowd quasi in England. Und das sind zwei absolute Indie-Lieblinge auch, das hat man auch hier gemerkt, auch Travis Banks, mit dem ich noch immer nicht warm geworden bin, hat hier gute Reaktionen gezogen. Ja, und wir haben ein insgesamt sehr schönes Tag-Team-Match, ein sehr schönes Match gesehen, während um uns herum die Lichter ausgehen übrigens. Wir sitzen gerade im Dunkeln, wenn ihr uns, ich hoffe, ihr seht uns noch. Schönes, sehr schnelles, körperbetontes Match zwischen diesen beiden Progress-Athleten. Und am Ende, für mich wenig überraschend, ist Travis Banks dann als Sieger hier rausgegangen. Ja, aber wie? Ja. Also mit so einer Aktion, das musst du beschreiben, mir fehlen da die Worte für. Das war einfach, sowas habe ich noch nicht gesehen in dieser Form, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es war ja dann, im Endeffekt war es ja dann ein Top-Rope Fisherman's Buster eigentlich, den er gezeigt hat. Als Konter? Genau, als Konter, ja. Ja, als Konter für ein Superplex, angesetzt war. Und dann quasi in der Luft gekontert, unglaublich. Also dieses Vertrauen, was man als Haskins da in seinen Partner haben muss, dass man das mit sich machen lässt, das sah unfassbar aus. Wirklich eine Riesenaktion. So, und dann waren wir auch schon auf der Zielgerade von diesem ersten Tag und da trafen
Timothy Thatcher und Jonah Rock aufeinander. Jonah Rock, auch gerade ein aufstrebender Stern am Indie-Himmel in den USA, PWG unter anderem angetreten. Timothy Thatcher, einer unserer Geheimfavoriten oder einer unserer Favoritentipps, hat eine Vignette vor dem Kampf bekommen, was ja schon mal den Stellenwert des Kämpfers zeigt, die übrigens super produziert ist, ganz toll. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch auf YouTube bei WXW anschauen. Also die sind alle geil, die Vignetten, aber das ist eine richtig, richtig gute. Da kommt der Charakter Thatcher auch richtig, richtig gut rüber. Und also der Kampf, der war interessant, muss ich sagen, aber also war so ein bisschen auch zum Runterkommen, glaube ich, auch bewusst so gemacht, ne, damit nachher der Main Event entsprechend wirkte. Ich fand ihn ein bisschen schwer verdaulich. Ich bin auch nicht 100% mit dem Kampf warm geworden. Ich glaube, es liegt auch an den Stilrichtungen, die beiden gefahren sind. Wie gesagt, Jonah Rock, ein schwerer Mann. Gar nicht mal so extrem groß, aber halt eben extrem schwer. Aber sehr behende. Auch über 130 Kilo, aber super flink auf den Beinen. Das also das fand ich interessant. Also. Ja. Aber man hat trotzdem nicht, also Thatcher ist ja normalerweise jemand, der auch über das Leiden ja in die Matches reinkommt. Und das kam hier noch nicht so 100%, finde ich, rüber. Ja, es war angelegt. Er hat sehr, sehr viel. Er hat also 70% des Kampfes kassiert. Aber irgendwie... Es kam nicht so richtig gut rüber. Ne? Also war ein guter Kampf, da wollen wir jetzt auch nicht irgendwie meckern oder so, aber 100% war das nicht. Die Crowd hat auch nicht, glaube ich, dran geglaubt, dass Jonah Rock hier eine Überraschung schafft, weil der Thatcher war einfach der klarere Favorit hier. Das Match an sich war in Ordnung, aber ich finde, dass die Stilrichtungen nicht 100% geklickt haben, ohne dass das jetzt irgendwie Wunder wie sich negativ auf die Matchqualität ausgewirkt hätte. Aber hat für mich auch nicht 100% geklappt. Am Ende auf jeden Fall ist dann ein Timothy Thatcher per Armbar-Submission weitergekommen. Und ja, dann ging es auch schon zum Main Event. Und wenig überraschend, nachdem ja Jon gegen David Starr ausgefallen ist, das Last Man Standing Match, gab es dann Marius Al-Ani gegen Absolut Andy im Main Event. Und da war die Crowd gespalten. Und es war ein sehr, sehr gutes Match, das sehr, sehr schnell startete, David. Also es startete sehr, sehr schnell und sehr, sehr spektakulär. Andy hatte sich, ist als erster in den Ring gekommen, ist dann aus dem Ring rausgegangen, als Al-Ani reingekommen ist. Und der hat dann quasi sein Gewand abgelegt und dann direkt mal den Sprung über die Ecke nach draußen auf Absolut Andy absolviert. Das heißt, direkt mal ein High-Fly-Move zu Beginn. Und das Tempo des Kampfes, das zog sich dann eigentlich so weiter. Also war ja generell auch die Geschichte. Marius eben mit seiner Athletik und auch mit seiner... Und mit seiner Jugend und seiner Frische gegen den Veteranen Absolut Andy, der ihn das neidet. Aber auch mit seiner Technik. Also er hat auch immer wieder die Aktion von Andy gekontert. Also ein Superkick mit dem Einroller, Superkick mit dem Ankle Lock. Er hat auch ganz viele Aktionen von Andy selber verwendet. Also gab es nicht auch den F5. Also man hat schon gesehen, dass man da... Sharpshooter hat den auch mal angesetzt. Genau, Sharpshooter hat auch angesetzt. Aber man hat da schon gesehen, dass diese Geschichte, da wurde viel gespielt einfach. Und das hat den Kampf auch für mich sehr, sehr interessant gemacht. Ja, absolut. Das war ein sehr storygetriebener, geführter Kampf. Aber trotzdem ein technisch ansprechender Kampf. Also mir hat der sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es gab dann auch eine überraschende Finish-Phase, sage ich mal. Ja, also der Kampf war super. Also was du gesagt hast, und dazwischen halt immer wieder spektakuläre Highlight-Aktionen. Und zwar nicht zu knapp. Die Finish-Phase, also es sah mehr oder weniger so aus, als wäre Al-Ani auf der Siegesstraße, hat x Riesenaktionen abgeliefert gegen Absolut Andy. Und der Schurke, der hat es schon öfters angelegt gehabt, hat versucht zu betrügen und sich illegale Vorteile zu ergattern, hat den Ref phasenweise aus der Aktion rausgenommen durch Ablenkung oder Schlag ins Gesicht und so, hat die Rohrzange einmal eingesetzt. Aber dann hat er am Ende tatsächlich Erfolg gehabt mit seinen Aktionen. Ja, also er hat dann eigentlich so lange betrogen, bis er dann wirklich am Ende Erfolg hatte, weil Marius ist aus allem ausgekickt, also aus dem Schlag mit der Rohrzange, aus dem F5 und so weiter und so fort. Und am Ende hat Andy es dann doch geschafft, aber es gab natürlich dann die Geschichte, dass Marius dann doch eben mit dem Bein, also nach dem Superkick, mit dem Bein noch auf dem Seil lag, aber der Ref eben auch angeschlagen war nach einigen Aktionen. Taz ist da einige Male ins Kreuzfeuer gekommen und ja, Marius hatte eigentlich das Bein auf dem Seil, Taz hat es nicht gesehen und dann ging der Pin durch. Ja, und plötzlich ist Absolut Andy weiter und ich glaube, damit hat, da haben zwar viele, glaube ich, gehofft hier in der Halle, zumindest so war deutlich mal so die Reaktion, aber ich glaube, die wenigsten haben es erwartet.
Also ich glaube, viele haben gehofft, dass irgendwie Jacobi rauskommt und nochmal sagt, nee, hier so nicht. Das war Shades of El Genericos Sieg gegen Carsten Beck, ja. 2012 oder was war es, wo Carsten Beck auch in fast genau derselben Kombination den Ref in der Ecke angegangen und dann nach hinten ausgetreten, ja. Und hat danach El Generico besiegt. Und dann ist das auch nochmal neu angeläutet worden, ein Riesenpop damals, weiß ja. ich noch, das war eine unfassbare Stimmung in der Halle. Und deswegen dachte ich auch, ja, jetzt passiert hier noch was. Ja, ja. Also der Jacobi kommt raus und sagt, nee, hier, so läuft das nicht. Aber absolut Andy hat gewonnen. Ja. Der Event war vorbei. Ja. So schnell geht das. Dann die Story ist noch nicht vorbei. Nee, überhaupt nicht. Also das hat man auch gemerkt, das geht eigentlich auch erst richtig los. Ich bin gespannt, wie das da eben weitergeht. Ich würde mal so das Schlussfazit hier einläuten. Also ich fand, das war ein gelungener erster Tag. Wir hatten so ein paar, ich fand, die erste Hälfte war so ein bisschen seicht. Um es mal so zu sagen, da waren für mich nicht, also auch außer dem Tag-Team-Match, waren das alles gute Matches, aber ohne Ausreißer nach oben. Zweite Hälfte hat dann ein bisschen angezogen, Jonah Rock gegen Timothy Thatcher. Main-Event fand ich wiederum sehr stark und insgesamt ein ziemlich guter Abend. Also typisch, eigentlich ein bisschen typisch für den ersten Tag des ja. Karats, weil es gibt halt viele Matches, wo auch und mal Leute aufeinandertreffen, die so nicht 100% kompatibel genau. sind oder wo es einfach ein bisschen interessanter ist. Da hat man selten 100% Treffer bei den Kämpfen. Hatten wir, glaube ich, bisher noch nie. Nee. Ne, gab es immer ein oder zwei, die nicht so gut waren. Heute war es auch insgesamt aber ein toller Abend. Ja. Hat Spaß gemacht. Und Stimmung war super. Ja, Stimmung war super. Halle war voll. Morgen wird es noch voller. Und da freuen wir uns drauf. An euch da draußen. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Fragen@headlock.de, ansonsten Facebook, Twitter, YouTube. Irgendwas in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen, Feedback, was auch immer habt. Ansonsten, es gibt unsere Patreon-Seite, patreon.com/headlock.de. Wenn ihr das mögt, was wir hier machen, unterstützt uns da gerne. Wir haben da natürlich auch so Formate wie das Call-Up-Interview. Also jeden Monat ein Interview, diesen Monat zum Beispiel mit Killer Kelly, mit einem echt sehr, sehr interessanten Gespräch mit ihr. Wir hatten schon Alexander James, Jackson Stone, Walter. Da kommen noch ein paar mehr. Mike Bailey hatten wir auch. Ansonsten ganz viele andere tolle Formate. Wenn ihr mögt, unterstützt uns da. Ansonsten, wir sehen uns morgen dann auch schon wieder zur nächsten Review hier vom Karat, dem zweiten Tag. Und bis dahin würde ich sagen, ja, bis morgen, ne? Es war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.